und herzlich willkommen, lieber Steinbock, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind im März angekommen. Und zwar haben wir die erste Legung im März, 4.3. bis 10.3.2019. Schön, dass du da bist und wir schauen, welche Energien wieder in dieser Woche vorliegen, welche du davon nutzen kannst, welche für dich relevant sind, vielleicht was dich inspiriert, was dir Lösungsansätze bietet. Schau es dir an und ja, wenn es zu deiner Situation passt, wenn es dich weiterbringt, dann nutze es bitte auch. Wenn es dich nicht anspricht und du dich darin nicht wiederfindest, dann ist es auch diesmal nicht für dich gedacht. Also bitte nicht krampfhaft versuchen, das zu realisieren. Wir schauen mal, welche Energien von außen kommen, was deine Umgebung, dein Umfeld so an Energie mitbringt. Wir haben die 6 der Kelche. Die 6 der Kelche ist Nostalgie, ist Vergangenheit, ist vielleicht auch ja, die Vergangenheit lebendig machen, vielleicht alte Bekannte treffen oder in zum Beispiel Gegenden mal zurückkehren, in denen man mal war. Ja, schauen wir mal, was wir haben. Das ist das, was von außen kommt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Energie du mitbringst, also wie du dich siehst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang. So, legen wir ein bisschen hoch. So, und dann haben wir natürlich die Tageskarten für die Wochentage. Da wollen wir wissen, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Und ja, wenn es nicht genau der gelegte Tag ist, an dem du dich aber wiedererkennst, spielt das keine Rolle. Es geht einfach darum, dass es dich inspiriert und dir weiterhilft. So, schauen wir mal, was wir haben. Natürlich wollen wir auch wissen, welche Energie du mitbringst und da gucken wir zuerst danach. Was bringst du denn mit in diese Woche? Welche Energie? So. Die Energie des Steinbocks für diese Woche ist der Turm. Der Turm macht Platz für Neues. Der Turm, ja, trennt sich von Altem, nicht mehr Nützlichem. Der Turm ist Befreiung irgendwo und auch irgendwo Neubeginn. Das ist deine Energie. Das passt natürlich irgendwo mit der Vergangenheit zusammen, weil die Vergangenheit natürlich auch vorbei ist und man da zurückblicken kann, aber eben nicht unbedingt alles wiederholen kann. Dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, wie gesagt, diese Energien können für dich passen. An dem jeweiligen Tag müssen sie aber nicht. Du musst entscheiden, ob das für dich passt oder nicht. Und wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir den Magier. Der Magier ist auch, wie gesagt, ein Neubeginn, kann Dinge realisieren, manifestieren. Das ist also deine Gedanken umsetzen, in die Realität holen. Das ist eine sehr schöne Karte. Bedeutet halt, dass man etwas ja, aus dem Gedanken real machen kann. Dein Wunsch in dieser Woche. Die Ferelit. Die Ferelit ist ja auch so ein bisschen die Tratschtante des Kartendecks. Bedeutet aber auch, ja, Gespräche zu führen, Dinge klarzustellen. Vielleicht auch dieses Gerede, dieses Geplapper um einen herum zu unterbinden. Ich glaube, dass du dir wünschst, dass das aufhört. Ja, und vielleicht sorgst du für Klarheit, du manifestierst, du setzt etwas um. Das ist die Realität. Was die Leute darüber sagen, kann dir im Endeffekt egal sein. Aber man ist ja nun doch ein bisschen von seiner Umwelt abhängig. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dir vielleicht auch wünschst, dass das eben nicht so relevant ist für dich
oder eben keinen großen Einfluss hat. Hoffnung und Ängste für dich in dieser Woche. Wir haben Gerechtigkeit, Justiz, Gerechtigkeit. Es geht um Fairness, um Ausgewogenheit. Keiner soll zu kurz kommen. Die Dinge sollen geregelt sein, geklärt sein. Deine Erdenergie möchte auch, dass alles, ich sag mal, in trockenen Tüchern ist, dass alles läuft, dass alles funktioniert, dass alles passt. Und wenn dem so ist, ist das natürlich etwas, was dir entgegenkommt. Gut für dich. Da haben wir den Turm. Deine Energie. Es ist gut in dieser Woche, Dinge niederzureißen, die keinen Sinn machen. Klar zu sehen, das oder das funktioniert so nicht. Wir müssen es ändern, obwohl du jetzt auch nicht unbedingt der Freund der großen Änderungen bist. Aber irgendwann ist es dir auch zu viel und du sagst so, jetzt möchte ich aber, dass da ein Schlussstrich gezogen wird oder dass die Dinge anders laufen als bisher. Du bist zwar ein traditionsweisendes Sternzeichen, aber ich denke, wie gesagt, wenn du merkst, da ist irgendwo der Wurm drin, vielleicht auch hier im Zusammenhang mit dem Gerede und so weiter, möchtest du dem Ganzen ein Ende setzen. Was ist denn nicht gut für dich? Die Acht der Stäbe. Das ist Kommunikation. Kommunikation ist grundsätzlich etwas Gutes. Aber wir haben in dieser Woche im März auch den Merkur rückläufig. Ab 5. März läuft Merkur rückläufig und die Kommunikation ist gestört. Das heißt, dass du wahrscheinlich in dieser Woche möglicherweise gerne falsch verstanden wirst. Und das kann dich natürlich wahnsinnig machen, ja, was ich dir nicht wünsche, um Gottes Willen. Aber da die Kommunikation gestört ist und die Kommunikation hier auf der Position steht nicht gut für dich, würde ich dir raten, dich mit Äußerungen, Hinweisen, Klärungsbedarf, das ein bisschen zu verschieben. Oder es wirklich so klar wie möglich zu machen. Aber ich glaube, es ist einfach schwierig momentan. So, der mögliche Ausgang in dieser Woche ist die 6 der Schwerter. Und die 6 der Schwerter bedeutet, es geht in ruhigere Gewässer. Es gibt weniger Stress, es gibt weniger Anspannung und die Dinge beruhigen sich. Das ist ja insoweit schon mal ganz schön. Gucken wir jetzt, was wir an den Wochentagen haben. Wir beginnen mit dem Montag und wir haben die 3 der Stäbe. Die 3 der Stäbe ist, neue Dinge anzugehen, zu schauen, wie die alten laufen, was sie ja an Profit reinbringen, wenn man jetzt geschäftlich darüber redet. Ja, du wartest darauf, wie die Dinge gerade laufen, vielleicht einfach mal so checken, was gerade passiert und zu überlegen, wo diese möglichen Änderungen Platz finden könnten. Das heißt so die Lage peilen. Am Dienstag haben wir das Ass der Kelche. Da ist ein überschäumender Kelch voller Gefühl. Das können deine Gefühle für eine andere Person sein, das kann Familie sein, das kann Partnerschaft sein, das kann aber auch jemand sein, der dir am Herzen liegt, ein Freund, eine Freundin, irgendjemand. Es ist auf jeden Fall sehr viel Gefühl mit im Spiel. Am Mittwoch haben wir die Sonne. Da geht es dir sehr, sehr gut. Das sind Vitalkräfte, das ist Energie, das ist die wärmenden Strahlen der Sonne. Ja, geben dir innere Kraft. Das ist nicht mal so diese körperliche Kraft, sondern mental viel Kraft. Und das ist ja auch schon sehr schön. Und es ist positiv, ja. Und neben einem Ass der Kelche positive, beflügelnde Gefühle, die dir ein warmes Gefühl geben auch, ne? Am Donnerstag haben wir die 5 der Kelche. Da gibt es Bedauern, Traurigkeit. Da wird zu viel um das gesprochen oder gehadert, sag ich mal, was nicht mehr zu ändern ist. Also die Dinge, die einfach passiert sind, die nicht rückgängig gemacht werden können. Vielleicht, wir haben ja die 6 der Kelche von außen, dass jemand vielleicht auch was gemacht hat in der Vergangenheit und das jetzt bedauert. Vielleicht ist das Bedauern auch auf deiner Seite, je nachdem. Es geht einfach darum, dass man sich um das kümmern sollte, was noch da ist.
Also nicht um das, was passiert ist. Das ist natürlich ein Grund, selbstverständlich, man sollte auch darüber sprechen. Aber man sollte schauen, was ist noch da. Wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem Konflikt hast und der hat dich enttäuscht, okay, dann musst du überlegen, wer ist das? Wie sehr liegt er mir sehr am Herzen oder weniger? Ist das jemand, der einen Grund hatte, irgendwas zu tun? Und dann, wie viel Gefühl ist da noch? Wie viel kann man, oder wie soll man das sagen? Ist es mir das wert, dass ich das Risiko eingehe, es könnte nochmal passieren, zum Beispiel? Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und das musst du halt jetzt überlegen. Am Freitag haben wir den Alchemisten, was auch der Magier ist, deine Energie hier. Und der Magier oder Alchemist bedeutet ja auch, die Dinge umzusetzen, nicht nur darüber nachzudenken, darüber zu philosophieren, wie etwas wäre, wie etwas sein könnte, sondern tatkräftig auch daran zu arbeiten. Am Samstag haben wir die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen kann Rückzug bedeuten, also dass man selber sich zurückzieht, kann aber auch sein, dass jemand ausgeschlossen wird. Wenn wir auf das Beispiel mit der Enttäuschung kommen, kann es zum Beispiel bedeuten, dass man sich für eine Zeit von der Person zurückzieht oder diese Person aus gewissen Dingen einfach ausschließt. Wie auch immer. Ist Erdenergie, ist auch deine Energie, kann vielleicht notwendig sein. Je nachdem, wenn es im Job ist, geht es vielleicht um etwas, wo sich die Person vielleicht nicht als vertrauenswürdig ergeben hat, dann wird sie aus Besprechungen zum Beispiel ausgeschlossen. Wenn es privat ist, ist es vielleicht einfach, wir lassen ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Am Sonntag haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe ist Feuerenergie. Feuerenergie sind Widder, Löwe oder Schütze. Das ist auch eine gestandene Persönlichkeit, jemand, der mit Feuereifer die Dinge angeht und auch seine Ziele erreicht. Möglicherweise kann das eine neue Bekanntschaft sein. Es kann jemand sein, der dich unterstützt oder jemanden, den du neu kennenlernst. Wir schauen mal. Wir gucken uns das Ganze jetzt mit dem dritten Kartendeck an. Der Turm ist nicht immer eine schlechte Karte. Wenn man das jetzt mal so sieht, deine Energie ist der Turm. Es kann einfach sein, dass Dinge einfach ihren Wert verloren haben oder ihre Bestimmung oder ihren Sinn einfach nicht mehr erfüllen. Und dass man sagt, okay, ich muss das jetzt ändern, ich muss da was Neues bekommen. Ich sage jetzt mal, du hast ein kleines Büro und du hast so viele Akten, dass du da nicht mehr drin bleiben kannst. Du weißt zwar, wo alles ist, aber es macht keinen Sinn mehr, dort zu bleiben. Ist jetzt auch nur ein Beispiel, ne? Also kriegst du ein größeres Büro, wo du mehr Platz hast, wo du dann noch mehr Akten sortieren kannst. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um das klar zu machen. So, wir gucken mal. Deine Energie oder wie du dich fühlst. Du setzt die Dinge um. König der Schwerter, das ist klare Sachlichkeit, das ist Kommunikation, das ist auch die Dinge gut rüberbringen, Entscheidungen treffen, aber auch sind auch Gedanken. Weil wir haben ja, wie gesagt, ab 5. März Merkur rückläufig und da sollte man eben in Sachen Kommunikation ein bisschen vorsichtig sein. Aber du kannst das manifestieren, es bringt dir Sicherheit und Stabilität. Das, was du sagst, hat natürlich Hand und Fuß und es bringt dich auch weiter. Nur wie gesagt, ab 5. März versuche, das so genau wie möglich zu machen und auch Dinge zu beachten, weil man wirklich manchmal auch falsch verstanden wird. Das liegt nicht an einem selbst, liegt jetzt einfach mal an den Sternen. So, wir haben das Gerede. Da haben wir deinen Wunsch. Wir haben diese 5 der Stäbe, bedeutet ja so ein bisschen Gerangel, so ein bisschen Konflikt. Wir haben mit dem Bube der Stäbe diese Fixierung auf einen Punkt. Ich denke, dass man das auf einen Punkt herunterbrechen kann mit dem Page der Stäbe. Und das schaffst du durch deine Kommunikation, das auf einen Punkt herunterzubrechen. Und damit wird dem Gerede Einhalt geboten. Wie auch immer das in deiner Situation passt. Aber ich denke, dass du das ja durch deine Art und Weise gut hinbekommst. Wir haben Gerechtigkeit. Ich denke, das ist das, worum es geht. 7 der Kelche, ungeahnte Möglichkeiten. Das kann auch bedeuten, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt, wenn es jetzt um ein Gerede geht,
Oder es geht halt um Möglichkeiten, wie du Gerechtigkeit erlangen kannst. Die 7 der Kelche bedeutet, dass es so viele Möglichkeiten sind, dass sie dich verwirren. Ja? Und da würde ich auch wieder darauf gehen, das zu versuchen, möglichst runterzubrechen. Wir haben den Stern dabei und das ist Hoffnung, das ist Heilung, dass es auch ja, ruhig mal außergewöhnliche Wege gehen. Und vielleicht ist es das mit dem Turm, was du möchtest, dass unnütze Dinge einfach den Arbeitsalltag erschweren und du sagst, nee, hier ist jetzt Schluss. Der Turm, da haben wir sie, die 7 der Münzen. Das ist ja die Karte, die sagt, ich muss warten, bis meine Bäume Früchte tragen. Ich habe hier was gesät, ich warte. Das ist eine Geduldsfrage. Ja? Und die Geduld bringst du auf jeden Fall auf. Wichtig für dich ist mit dem Herrscher, dass du da den Überblick nicht verlierst. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du das nicht tust. Du hast alles im Blick. Du hast wirklich alles im Blick und kümmerst dich darum. Wenn auch nicht immer sofort und ja, sichtbar, sondern tatsächlich auch, indem du das runterbrichst und sagst so, wir machen erst das und dann sehen wir weiter. Die 8 der Stäbe. Kommunikation, wie gesagt, Merkur rückläufig, schwierig, auf der Position nicht gut für dich. 4 der Münzen, halte dich an das, was bis dahin geregelt war, was bis dahin klar war und versuche daran, nach dem 5.3. so wenig wie möglich zu ändern. Damit hast du den Erfolg und fühlst dich auch wohl. 10 der Kelche. Das kann natürlich auch bedeuten im privaten Bereich. Ja, wenn du dran denkst, dass wie gesagt die Kommunikation ein bisschen schwierig wird jetzt, dann versuche möglichst vor dem 5.3. alles in trockene Tücher zu bringen und dann das zu genießen, was du hast. Und dann erstmal bis zum 28.3. beziehungsweise ich sag mal bis April, weil Merkur braucht ja immer noch eine Zeit, bis er dann wieder vorläufig wird, ja, das sich daran zu halten. Das bringt dir dann die ruhigeren Gewässer, das heißt kein Stress, kein Ärger. Bube der Kelche, ein Angebot. Und die 5 der Münzen. Es kann auch sein, dass sich dich die Leute in Ruhe lassen einfach, ja, weil du geregelt hast und sagst, so wird das jetzt gemacht und fertig. Es kann auch bedeuten, dass du eine Ruhephase für dich brauchst im Moment, dass du dich ein bisschen zurückziehst. Und das ist ja auch nicht schlimm. So, gehen wir auf die Wochentage. Montag 3 der Stäbe, habe ich dir gesagt, neue Horizonte. Die Dinge laufen, das ist so ähnlich wie die 7 der Münzen. Die Dinge kommen rein, weil du sie ja vorher schon auf den Weg gebracht hast. Und da schaust du dir erstmal nur die neuen Horizonte an. Das heißt, du bist noch nicht auf dem Weg, du hast noch nichts geplant, noch nichts Konkretes. Du denkst drüber nach. Und wir haben die 9 der Kelche. Also, das ist das, was du dir momentan auch wünschst. Das heißt gar nicht so viel Aktion. Die Dinge arbeiten für dich und du profitierst natürlich davon, weil du das im Vorfeld gemacht hast. Und du wartest jetzt sozusagen, dass sich die neuen Horizonte ergeben und dass du neue Projekte, neue Dinge, neue Sachen anfangen kannst. Ja? Wir haben den Narren, das heißt, du kannst unbelastet deinen Dingen nachgehen. Also du fühlst dich wohl. Es geht alles so weit, seinen Gang, ja, und du fühlst dich unbelastet. Damit hast du hier ein paar Dinge geklärt und wir schauen mal, was das Ass der Kelche jetzt für dich bedeutet. Da ist die 5 der Kelche, die wir hier auch haben. Da hat dich möglicherweise jemand gekränkt. Jemand hat vielleicht irgendwas gesagt, was getan, was dich verletzt hat. Und da ist es halt wichtig, du hast viel Gefühl wahrscheinlich für diese Person und aus dem Grund solltest du natürlich auch die Dinge besprechen, aber auch schauen, was ist da an Gefühl. Ja? Und ist vielleicht auch eine ganz liebenswerte Person und du versuchst ihr dann oder ihm, je nachdem, noch eine Chance zu geben. Wir haben die Welt, das ist ein Neuanfang. Es ist möglich, mit dieser Person einen Neuanfang zu starten, sozusagen die Dinge auf Anfang zu setzen. Das heißt nicht, dass das vergessen ist. Ich glaube nicht, dass du diejenige oder derjenige bist,
die Person, die traurig ist, sondern du bist enttäuscht natürlich, aber du bist nicht der Enttäuschende oder die Enttäuschende. Wir haben die Sonne. Wir haben den Erfolg. Sechs der Stäbe und wir haben die Sonne nochmal. Also, so wie du das in dieser Woche regelst, bist du sehr zufrieden mit dir und du kommst dem, was für dich so die Idealposition ist, ein gutes Stück näher. Jetzt haben wir hier nochmal die fünf der Kelche. Wir haben die acht der Kelche. Das heißt, sich von Dingen abzuwenden. Wenn wir sagen, hier ist vielleicht eine Person, der du eine Chance gibst, weil da das Ass der Kelche ist, dann hast du da einen Neuanfang. Hier haben wir eine 5 der Kelche, wo es vielleicht zum Beispiel um was Berufliches geht. Dann wendest du dich davon ab und gehst auf neue Projekte ein oder auf neue Dinge. König der Münzen ist deine Energie. Da geht es tatsächlich um Stabilität und Sicherheit. Es könnte auch bedeuten, dass zum Beispiel ein Geschäftspartner dich enttäuscht hat und du sagst, jetzt kaufe ich nicht mehr bei dem, jetzt kaufe ich bei jemand anderem, jetzt bin ich leid. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was zu der Turm-Energie passt. Ja, wir manifestieren mit dem Alchemisten hier, Ritter der Kelche und der Turm. Da kommt ein Angebot auf dich zu, möglicherweise von der Person, die dich enttäuscht hat und du sagst dankend, nö. Ja? Ich habe mir was anderes überlegt und ich gehe da nicht mehr drauf ein. Ich habe mich anderweitig informiert und neues Angebot eingeholt. Das ist ein gesunder Turm, weil er sagt, du schützt dich damit. Ja? Wir haben nochmal die 5 der Münzen. Wir haben die Ruhephase. Das ist der Rückzug, das ist die Ruhe. Und die Königin der Schwerter ist natürlich Gedanken, aber auch Artikulation, wie gesagt, vorsichtig sein, vielleicht ein Urlaub planen, um dem Ganzen ein bisschen den Rücken zuzudrehen oder eben die Kommunikation auf das Wesentliche zu beschränken. Aber es ist irgendwo ein Rückzug. König der Stäbe. Kraft, das ist Löwe-Energie und der Teufel, das ist Obsession. Das ist auch, vielleicht ist das eine Person, die, ja, ich sag mal, die Power hat natürlich und die Dinge obsessiv betreibt. Oder es kann auch sein, dass du obsessiv an einem König der Stäbe hängst und weil alles, was obsessiv ist, ist nicht gut. Deshalb solltest du überlegen, ob du mit Kraft dagegen angehst. Also ob du deine Kraft anwendest, um diese Obsession zu vermeiden. Obsession ist alles, was man zu viel betreibt. Vielleicht ist das eine Freundschaft, wo du dich ausgenutzt fühlst. Oder es ist jemand, der nur auf dich zukommt, wenn er dich braucht. Ja? Oder es ist halt ein Geschäftspartner, der versucht, dir irgendwas anzudrehen, dich über den Tisch zu ziehen. Aber ich glaube, es ist mehr so, dass du vielleicht auch mit dieser Person etwas zu tun hast, obwohl du das gar nicht möchtest. Sei es ein Vorgesetzter oder irgendwas. Und da brauchst du deine Kraft, um dagegen anzugehen, will ich nicht sagen, aber dich durchzusetzen. Es ist eine interessante Woche für dich. Ich glaube, dass du ein paar Veränderungen selbst vollziehst aus freiem Willen, dass der Turm nicht kommt, weil es nötig ist, sondern dass du das willst, dass du etwas verändern möchtest. Wenn wir das Ganze jetzt privat sehen, würde ich sagen, dass da wirklich jemand ist, der dich enttäuscht hat, aber du hast auch klare Ansagen, du hast klare Ziele vor Augen, du hast den Wunsch, das Gerede zu beenden, das schaffst du auch. Du siehst, dass deine Dinge laufen, dass du jetzt nicht groß was machen musst, du hast die Dinge im Griff. Wir haben hier, die Kommunikation ist schwierig, also hast du im Vorfeld schon alles geregelt. Der Rückzug ist halt einfach ein Selbstschutz. Wir haben hier auch, wie gesagt, nochmal die Dinge laufen. Einen möglichen Neuanfang mit einem Partner, einer Partnerin.
wo es vorher kritische Stimmen gab, von beiden Seiten vielleicht. Wir haben hier den Neuanfang als großen Erfolg. Wir haben hier nochmal eine Person, die dich enttäuscht hat, aber ich glaube auf geschäftlichem Gebiet, und du ziehst da einfach deine Konsequenzen. Und das sieht man hier, dass du dir einfach andere Geschäftspartner suchst. Dann haben wir hier den Rückzug, den Gedankenaustausch mit dir selbst und möglicherweise kurze und knackige Anweisungen nach außen. Und hier haben wir auch die Kraft, eine Obsession zu bekämpfen. Es kann natürlich sich da auch um eine Obsession handeln, die du für dich hast. Das muss nicht unbedingt eine Person sein. Es kann sein, dass es da um etwas geht, was du übertreibst. Sei es das Essen, das Trinken, das Rauchen, was auch immer. Ja, und da bringst du die Kraft auf, dagegen anzugehen. Das ist auch etwas verändern. Und als erste Orakelkarte, ich habe jetzt hier die Erzengel Michael Karten, und die sagt: Ewige Liebe. Das Gebet: Hilf mir, all die Liebe wahrzunehmen, die mich umgibt, damit ich ohne Angst Liebe annehmen und ausdrücken und geben kann. Ja, vielleicht hat das mit dieser Auseinandersetzung zu tun, mit diesem möglichen Konflikt, der dich da vielleicht etwas bedrückt oder bedrückt hat, mit einer Person, die dir am Herzen liegt und die dir jetzt vielleicht, ja, eine Entschuldigung gibt. Ich glaube schon, da ist viel Liebe. Wir haben ja das Ass der Kelche da. Die zweite Orakelkarte, das ist die Weisheitskarten der Seele, ist die 19, die Höhle des Drachen. Schauen wir mal, was wir da haben. Die Höhle des Drachen. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Du verfügst über ein bemerkenswertes inneres Warnsystem, das dich wissen lässt, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Du bist dabei, gefährliches Terrain zu betreten, also setze deine Schritte vorsichtig und achte darauf, was dich umgibt. Der Pfad, den du jetzt folgst, stellt für dich eine harte Prüfung dar. Dennoch hat die Gefahr auch etwas Faszinierendes und Beflügelndes, wie das Wagnis, eine neue Beziehung einzugehen, obwohl man weiß, dass durch sie alles anders wird. Ein intensiv gelebtes Leben bewegt sich nicht nur in sicheren Bahnen. Du bist zu einer neuen Art von Erfahrung aufgerufen, die deinen Mut auf die Probe stellt. Die Wahl liegt bei dir, aber du wirst mehr davon haben, wenn du dich auf das Risiko einlässt, als der Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Neue Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Klingt sehr spannend, klingt sehr aufregend und ja, hat auch so ein bisschen was. Ich probiere mal meine Grenzen aus. Und das, wie gesagt, finde ich sehr spannend. Auf jeden Fall ist es eine interessante Woche. Ich bin gespannt, was du an Kommentaren da lässt. Ich würde mich freuen. Und wenn es dir weiterhilft für diese Woche, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch freuen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Tschüss.